Zeit. Herzlich willkommen bei dieser Aufnahme über Handlesen. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist der Unterschied zwischen unserem linken Hand und rechter Hand. Bei Rechtshändler bedeutet die linke Hand die Vergangenheit, die frühere Kindheit und alte Karma, karmischen Erinnerungen. All das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Die linke Hand zeigt dieses Potenzial. Mit diesem Potenzial sind wir geboren. Mit diesem Potenzial starten wir etwas in unserem Leben. Die rechte Hand zeigt, wie handeln wir. Wie setzen wir das um im Tat? Zeigt auch unserem Gegenwart, auch die Richtung unserer Zukunft. Bei Linkshändler ist es genau umgekehrt. Bei Linkshändler bedeutet die rechte Hand die Vergangenheit, dieses Potenzial, mit sie geboren sind, und die linke Hand zeigt die Taten. Wie wird es im Tat umgesetzt? Unsere Hände sind mit vollen Symbolen, auch mit astrologischen Symbolen. In Indien arbeitet die Astrologie mit Handlesen immer zusammen. Das gehört zusammen. In Teil 2 habe ich berichtet über unseren kleinen Finger. Und das zeige ich auch. Unserem kleinen Finger heißt Merkurfinger und hat in Bezug zum Kinder. Natürlich zeigt auch unserem Kindheit. Unterhalb von Merkurfinger, hier in diesem Bereich, befindet sich die Merkurberg. Wenn jemand hier einen Hügel hat, bedeutet, hat einen guten Bezug zum Kinder oder es ist sehr wichtig, die Erinnerungen an die eigenen Kindheit. Man neigt vielleicht sogar dazu, das festzuhalten. Auch natürlich das innere Kind, die Arbeit an unserem inneren Kind. Und das hilft auch, wenn wir die kleinen Finger immer wieder mal berühren oder streicheln oder Liebe geben, Wärme geben. Das stärkt uns auch innerlich, stärkt das innere Kind. Unterhalb von diesen Fingern gibt es feine Linien. Diese feinen Linien, entweder hier in diesem Bereich, zeigt nicht nur Ehe, sondern auch die Kinder. Oder diese feine Linie zeigt auch oft auch die Zahl der Kinder. Unserem kleinen Finger besteht aus drei Gliedern. Die untere Glied ist das Unbewusste. Steht auch in Verbindung zum Mond und das ist die Mütterlichkeit, auch die Empfängnis oder die Bezug zu unserem eigenen Mutter. Die zweite Glied in die Mitte zeigt unserem Selbst, unserem Bewusstsein. Das ist mehr die unbewusste Ebene, in die Mitte ist das bewusste Ebene und steht mit Vater in Verbindung. Und die obere Glied, wie bringen wir das nach außen? Wie leben wir diese Merkur-Energie? Astrologisch könnte ich sagen, wie stark ist Merkur im Horoskop oder welche Aszendent wir haben. Weil Aszendent bedeutet unsere Persönlichkeit, unserem Auftreten nach außen. Und hier ist natürlich, zeigt sich nach außen, das ist wie Fingerspitzgefühl, könnte man sagen, mit Merkur-Energie umzugehen. Merkur zeigt auch die klare Verstand, das Denken, das praktische Wissen, die Handlungen. Im rechten Hand ist natürlich die Gegenwart und die Zukunft. Wie setzen wir das im Tat um? Hier sind wir schon erwachsen. Und zeigt die Verträge, die Handlungen, die Gespräche, die Kommunikation, die Austausch, Wissen vermitteln,
Wissen aneignen. Wie handeln wir in unserem Leben? Ein starker Merkurfinger ist sehr gut für Kaufleute. Zurück zum linken Hand, so kann ich das besser auch zeigen. Also das sind die Glieder, was hier bei Finger, nicht nur bei Merkurfinger, sondern bei anderen Finger auch sichtbar ist. Dann betrachten wir, in welche Richtung biegt sich diese kleine Finger. Mehr nach innen oder geradeaus oder mehr nach außen. Das ist bei jeder Hand unterschiedlich. Menschen, die nach innen biegen, bedeutet auch, dass sie mal zurückziehen oder nachdenklich sind oder kann auch ein Hinweis sein, sie trauen nicht Nein zu sagen. Sie brauchen eine gewisse Unterstützung, so Ablehnung, könnte man sagen. Die kleine Finger lehnt sich da ab. Und Menschen, die die Finger nach außen biegt, sie wollen andere mit ihren Meinungen überzeugen. Die sind mehr aktiv, die sind nach außen gerichtet, könnte man so beschreiben. Und wenn die Finger geradeaus, dann ist es ein Gleichgewicht. Und das heißt Kommunikation, Wissen, Austausch. Das bedeutet Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Oder die Meinung sagen, aber auch zuhören, was die anderen meint. Das ist hier dann im Gleichgewicht. Die Ringfinger nennt man Apollo-Finger. Apollo ist die Sonnengott. Und sein Geburt möchte ich beschreiben. Sein Vater ist Zeus, der Himmelsgott. Und Zeus liebte schöne Frauen und Zeus verführte auch schöne Frauen und so war auch mit Leto. Das heißt, Zeus hat Leto verführt und sie wurde schwanger. Zeus war aber verheiratet mit Hera und Hera war sehr eifersüchtig und Hera vertrieb Leto. Und Leto suchte einen Zufluchtsort. Im Meer, bei Gott des Meeres, bei Poseidon, in die Tiefe des Meeres war ein Insel und dort wurde Apollo geboren. Leto war nämlich schwanger von Zeus. Und Apollo wurde hier im Tiefe des Ozeans geboren, in diesem Insel und hat das Bedürfnis gehabt, das Licht in Welt zu bringen, etwas sichtbar machen, etwas klären, etwas bereinigen, ein Sieg über das Böse. Und so stieg die Sonne auf. Apollo ist nichts anderes als die Sonne, dieser Sonnengott Apollo. Apollo bringt auch nicht nur diese Wahrheit und Klarheit und Sieg über das Böse, sondern auch Heilung. Es ist auch ein Heilenergie. Sein Sohn ist Asklepios, der himmlische Arzt. In Astrologie ist er der Schlangenträger, der Sohn von Sonnengott Apollo. Also Apollo brachte nicht nur Heilung, sondern auch die Wahrheit und Klarheit und Sieg über die Bösen. Apollo, der Sonnengott, siegte über eine Drache Python. Diese Drache symbolisiert auch unsere Ängste. Und genau in diesem Ort wurde ein Tempel gebaut, ein Apollo-Tempel. Und das war die Orakel von Delphi. Und Pythia war diese Priesterin über diese Orakel. Und Apollo gilt auch der Gott der Weissagung, der die Zukunft sieht und die Zukunft auch kennt. Und das ist unserem Apollo-Finger. Apollo ist der Bruder von Merkur, weil sein Vater ist Zeus und sein Vater ist auch Zeus, der Himmelsgott. Also die sind Halbbrüder und Zeus
befindet sich hier. Das ist unserem Jupiterfinger. Aber zurück zum Apollo. Apollo symbolisiert die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so soll unserem Selbst, wir selbst, die Zentrum sein in unserem Leben. Das ist die Selbstfindung. In unserem Körper ist die Zentrum unserem Herz. Das heißt, Apollo, dieser Sonnengott, steht in Verbindung mit unserem Herz. Und unserem Herz ist wie ein Schatztruhe, zeigt unserem Herzensangelegenheiten, all das, was wir lieben. Natürlich gehört auch die Liebe dazu. Und hier, in diesem Bereich, begegnen wir mit dem Liebe. Nicht umsonst ist das die Ringfinger und zeigt die Ehering. Hier oben befindet sich auch eine Venuslinie. Darüber werde ich noch später berichten. Also hier entsteht auch die Liebe. Und Apollo oder die Apollo-Finger zeigt natürlich unserem Selbst, unserem Herz, unserem Herzensangelegenheiten. Und hier beginnen wir unserem Lebenserfahrungen machen. Hier starten wir unserem Selbstfindung und zeigt auch die jungen Jahre. Hier bei Merkurfinger zeigt sich die Kindheit. Bei Apollofinger zeigt sich die jungen Jahre. Auch die erste Verliebtheit, die erste Lebenserfahrungen. Und hier beginnt sich die Selbstfindung. Dieser Ringfinger hat auch drei Glieder. Die untere Teil ist das Unbewusste. Was stärkt uns innerlich? Wir müssen immer wieder in die Tiefe eintauchen und es zeigt unseren Gefühlen, unserem Unbewussten oder die Intuition. Wir brauchen auch diese inneren Kraft. Die mittleren Teil, das strahlt schon was aus. Das ist hier die Selbst, unserem Selbst zu leben, das Erkennen, klar und deutlich sehen. Apollo steht auch mit unseren Augen in Verbindung. Das sind die Erkenntnisse. Und auch etwas sichtbar zu machen, etwas klar und deutlich sehen in unserem Leben. Und ganz oben, die dritte Glied, zeigt, wie strahlt es aus? Wie nehmen uns andere Menschen wahr? Sind wir eher schüchtern, zurückhaltend? Oder stehen wir zu unserem Selbst? Haben wir ein Selbstbewusstsein? Strahlen wir das auch aus? Welchen Bild vermitteln wir von uns selbst nach außen? Und das war diese Aufnahme über Handlesen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.